So, willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Together. Supreme Commander! Forged Aliens. Das klingt echt schlimm, wenn wir das so machen, Atice. No. Ja, willkommen zu einer neuen Folge. Wir spielen One gegen One. Eins gegen eins, jetzt fail ich, ja. Eigentlich steht da, wo unbesetzt steht, steht eigentlich gerade der Daniel, aber es gibt ja diesen tollen Lobbybug, deshalb sieht man das nicht. Also spielt der Mark gegen den Daniel. Lobbybug. Und der Mike, ja. Ich und Hatice, wir kommentieren das. Daniel und Mike, Mark und Daniel, ihr könnt mal Hallo sagen. Ich bin der Commander. Gut. Seid ihr bereit, Jungs? Ja. Ihr spielt Jawohl. Finn's Revenge. Hatice, bitte die beiden in den anderen Raum. Kannst auch Finn's in denselben Revenge. Machen. Das stört die nicht, die können sich nicht absprechen. Nochmal, das hat ja vorhin nicht geklappt. Verschieben, gestartet. Vorhin hast du gesagt, Verschiebung gestartet. Ja. Ja, ist doch scheiße. Ihr müsst das nämlich nochmal aufnehmen, weil der Mark gefailt hat und Zuschauer nicht erlaubt hat. Deshalb jetzt der zweite Versuch und jetzt starten und sie. Und es geht schon los. Wir sind im Transit. Das ausverkauftes Haus hier. So. Wenn wir Glück haben, kommt Nils gleich rein. So, erster Monitor mache ich auf Daniel und zweiter Monitor mache ich auf Shepard. Ich bin jetzt gerade bei Shepard hier unten. Ich muss ja immer so ein bisschen gucken, was ich gerade aufnehme. Also beide starten mit Landfabrik. War ja klar, ne? Beide mit Landfabrik und Aha. Daniel schon mit sehr viel Strom. Mhm. Nee, man kann ja auch hier gucken, was Daniel alles vorhat. Na, mit Schiff. Ich denke, er hat erst Masse, dann Strom vor. Er baut. Ja, genau. Er macht zwei, glaube ich, zwei Strom. Landfabrik, zwei Strom oder ein Strom, dann zweimal Masse. Ein Rest Strom. Ja. Interessant. Gehen wir kurz zum Mark rüber. Wer der Daniel schon. Wieder Riva und wieder Bacho hier. Mark fängt klassisch an mit dem Kampfspeer. Mit zwei Kampfspeeren. Ja, einer links, einer rechts. Und normalerweise ist das so, dass du halt die Kommande auf der Karte mitnimmst an eine Seite. Meistens geht's halt gegensetzten Uhrzeigersinn. Das heißt also, der Mark sollte eigentlich rechts gehen mit seinem Commander und der Daniel geht links. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie überhaupt ihren Commander mitnehmen. Aha. Ja, auf kleinen Karten kämpfst du immer mit Commandern eigentlich. Das macht der Mark eigentlich wirklich gut, muss ich sagen. Was macht der denn? Der hat doch noch gar nichts gemacht. Der hat jetzt die beiden Dinger hier in der Mitte. der lässt die beiden Dinger hier in der Mitte stehen, die Kampfspeer. Und somit ja, kann er. Weiß er, was, wo was kommt. Genau, und dann weiß er direkt und hat jetzt erstmal ein bisschen Ruhe. Braucht das Radar erstmal nicht. Genau. Weil die haben schon etwas größere Reichweite. Er hat schon zwei Masse und einen Strom. Daniel hat schon vier. Vier so, Masse. Leichter Angriffsspot kommt jetzt auch raus. Auf beiden Strom. Seiten. Herr Lang ist ein bisschen später, aber Daniel. Daniel geht halt direkt mit den Angriffsspots los. Ja, Kampfspeer und Angriff ist wie gesagt das alles dasselbe. Guck mal, die Kampfspeer zieht der Mark immer weiter nach vorne. Aber das glaube ich ist nicht so gut. Ja doch, er sieht das doch. Die Kampfspeer haben doch einen eingebauten Radar. Ich hab die noch nie benutzt, Entschuldigung. Jetzt geht der eine natürlich kaputt von ihm. Ja, die leichten Angriffsbots, die sind ein bisschen stärker. Normalerweise hätte der Daniel die Land Scouts auch bauen können, theoretisch. Jetzt steht der Shepard ein bisschen viel rum gerade, jetzt bewegt er sich. Ich glaube, der hat Probleme gerade, Stromprobleme oder so. Daniel baut die nächste Landfabrik. Beiden schon offensiv. Ja, aber Daniel hat jetzt schon Vorteile eigentlich. Ja, er hat deutlich mehr Masse. Ja, der Techniker jetzt, der da hochfährt, den verliert jetzt der Mark. Gegen den leichten Angriffsbot. Ja, und den. Heißt also, er kann da nicht weiter expandieren und auf der Seite, ja gut. Daniel baut die dritte Landfabrik. Da hat er zum Glück jetzt erstmal nichts verloren. Ja, aber da oben ist noch ein Daniel. Aber was mich wundert, ist, dass die Commander so lange in der Base bleiben und jetzt auch ganz viel Strom bauen. Das ist eigentlich auf der Karte unüblich. Also normalerweise spielt man die nicht so. Und normalerweise könntest du mit dem Commander fast reinrennen jetzt, ja, theoretisch, in die andere Base. Geile Sicht. Dann ausweichen ins Wasser, falls bremslich wird. Aber Daniel expandiert zu langsam, finde ich. Der hat da noch vier Stück auf seiner Insel, die er noch gar nicht eingenommen hat. Ja. Der Shepard hat nur noch zwei übrig.
wird sich gleich auch in den Punkten niederschlagen. Da hätte gerade viele. Jetzt kommt Shepard. Ja. Daniel hatte 300 Punkte Vorsprung. Aber auch da, Shepard baut jetzt nur noch Strom mit seinem Commander. Der bleibt bei einer Fabrik momentan. Wie gesagt, nee, zu viel Strom ist auch schlecht, weil das kostet auch alles Masse und zu viel Strom ist nie gut, weil so für eine Landfabrik brauchst du nicht so viel Strom rum. Das bringt ja nichts. Du kriegst ja keinen Bonus großartig. So, mal gucken, wer sein erstes Radar mal irgendwo baut. Normalerweise ist das. Der Markt baut es schon in der Mitte, hat schon fertig. Ja, genau. Also hat er jetzt im Moment schon mal einen visuellen Vorteil. Vor allem hat man auch das Gefühl, dass er gerade mehr produziert als der Daniel. Der holt jetzt auch gerade auf mit dem Puppen, weil er auch natürlich viel mehr Masse hat. Ja. Der Daniel muss ganz langsam dann mit seinen Leuten so, er sieht irgendwie nicht, dass er, der macht mit einem Speer ihm den Massepunkt kaputt. Der Daniel ist zu defensiv jetzt mit seinen leicht mittleren Panzern, der müsste jetzt direkt nach vorne fahren. Oh, der sieht doch, dass da sein. Der Mark greift auf der richtigen Seite an gerade. Ja, da ist nichts. Ja. Da ist mal gar nichts. Obwohl, jetzt kommt. Mark hat überholt. Jetzt kommen ein paar Striker. Daniel baut auch gerade Radar. Was ist das? Mark baut Luftfabrik. Jetzt bin ich gespannt, ob Daniel switcht. Also eine Luftfabrik sollte man schon bauen, natürlich. Ne? Der Kater sei denn, du machst genug Anti-Air. So, jetzt macht Daniel, greift er von beiden Seiten an oder einfach nur Vorsichtsmaßnahmen, was er gerade macht? Ich glaube, rechts zieht er ein bisschen so nach vorne. Aber man sollte schon offensiv spielen. Ha. Marinefabrik, Shepard klassisch, aber würde ich nicht machen. Will wahrscheinlich da auf Tech 2 gehen, aber ich weiß nicht, wenn der Daniel das schnell sieht. Wenn der Daniel jetzt seine Einheit nach vorne zieht, kann er alles kaputt machen, den Techniker. So baut er eine Marine? Der will wahrscheinlich Tech 2 bauen. Tech 2 Raketen. Und er hätte schon die Marine nach hinten gebaut. Kreuzer. Wenn er das gut. Und Daniel macht jetzt den Fehler, er lässt seine Einheiten stehen, das heißt also Doch, jetzt bewegen sie sich. Also die unteren bewegen sich, die oberen bleiben stehen und gehen kaputt. So ist die, ja. Wieso ist da eine hohe Reichweite? Ah, jetzt nimmt Daniel seinen Commander mit. Schöne Aufnahme hier. Mhm. Kann sein, dass der Shepard seinen Commander jetzt gleich aufrüstet, wenn er so viel Strom macht. Ja, mit Gun Upgrade jetzt, wette ich mit dir. So wie es aussieht, Gun Upgrade. Was baut der da? Ja, der Gun macht Upgrade. Bestimmt Gun Upgrade gerade. Dafür so viel Strom. Deshalb hat der auch gerade deutlich. Wirst du sehen, dass hier nach und nach dann alle weggewichst werden. Es sei denn, Moment, er sieht ihn nicht, glaube ich, deswegen schießen wir nicht. Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Markt gerade zu wenig produziert. Ja, an Einheiten. Ja, gut, aber wenn er natürlich jetzt seinen Commander gleich, gut, das dauert jetzt aber auch, siehst du ja jetzt, ne? Eben, ja, weil er produziert gleichzeitig am und Hafen Tech, was. Und Tech 2 hat er auch noch, versucht er auch noch ein Masse-Ding, natürlich viel. Kannst du denn nicht sehen, wie es bei ihm in seiner Masse steht? Ne, sieht man nicht. Also Daniel hat einen Vorteil. Der Daniel baut noch ein Radarsystem. Warum? Weiter vorne oder was? Ja. Am Wasser direkt. Jetzt bricht er vor hier unten. Ja, da unten könnte er eigentlich durchrennen. Ja. Was war das Grüne da? Hast du das gerade gesehen? Aber da siehst du mal, dass man, wenn er viel mehr Intel hätte, wüsste er genau, dass da gar nichts ist. Ja, da bräuchte er nur einmal kurz mit einem da durchfahren, dann würde er sehen, dass da überhaupt nichts ist. Er könnte so durchrennen, bis in die Base. Und Mark hat da oben jetzt eine Verteidigung aufgebaut. Ja. Aber Daniel sammelt jetzt erstmal Masse ein. Aber Shepard hat natürlich schon 1000 Punkte Vorsprung, ne? Aber guck mal, das ist erschreckend. Dass er die Dinger einfach da rumstehen lässt, der Daniel. Naja, er muss nur nach vorne gehen. Aber daran siehst du das ja. Daniel hat jetzt deutlich mehr Einheiten. Jetzt kommen Bomber vom Mark. Mark ist mit seinem Gun-Upgrade auch erst bei 60%. Jetzt geht er vor. Die schlagen durch. Ja, er sollte weiterfahren, damit die das da oben nicht aufbauen können unten. Ja, jetzt kommen die Bomber. Er hat aber nichts, er hat keine Anti-Air mit, ne? Aber trotzdem, das dauert, das sind ja genügend Einheiten erstmal so. Jetzt sind wir bei 90% circa beim Mark, also man sieht, der hat sich gesteigert. Reichen. Bitte? Das wird noch zeitlich reichen. Daniel tut sich auch upgraden, natürlich eigentlich komplett falsch da, wo er jetzt gerade steht, aber da passiert, glaube ich, gerade nichts. Wenn er mit dem Bomber ein bisschen hinfahren würde. Ja, jetzt fährt er zum Radar. Jetzt ist der Mark gleich erstmal blind. Mark ist jetzt blind, hat 2 Massepunkte verloren. Sehr, sehr traurig.
Und der Commander ist geupgradet. Aha, jetzt gibt's eine Luftwaffenfabrik. Beim Daniel? Daher upgradet nichts auf Tech 2, ne? Ja, er tut seinen Commander, glaube ich, aber auch gerade mit Gun Upgrade ausrüsten. Das ist es, interessant, was er hat. Das Schiff jetzt hier. Die Fregatte, ja. Die nervt. Ja, auf jeden Fall. Gut, er muss nur außen rumgehen. Ah, Shepard ist jetzt fertig. Jetzt kommt Gun Upgrade. Und der Daniel wird dann nicht fertig sein, glaube ich. Ja doch, der wird fertig sein, bis er da ist. Aber er hat natürlich jetzt mehr Bomber. Shepard hat, glaube ich, Rate of Fire, also er schießt viel öfters. Und Daniel hat mehr Booms. Wenn er die Fregatte ein bisschen nach vorne ziehen würde, wird er... Ja, jetzt, ja, als hätte ich's. Ja gut, aber die macht nicht so viel Schaden. Mhm. Mal gucken, ob der Daniel das jetzt abbricht, aber ich glaube nicht, dass er das jetzt abbricht. Wenn Daniel clever ist, sieht er jetzt gerne ganz einfach nach rechts rüber, die er jetzt da hat. Da ist das Gun Upgrade. Na gut, jetzt kommt Artillerie, jetzt ist das wieder in Reichweite. Also der Mark... ein Problem, wenn er jetzt gleich ohne Einheiten hochgeht und Daniel sein Gun Upgrade fertig kriegt und das ist gleich fertig. Er hat drei Bomber, die einfach rum... einer fliegt nur. Er könnte... Dann ist fertig. Ja. Ja, jetzt ist er fertig. Ja, kein Upgrade. Und jetzt, ja. Jetzt hat der Shepard ein Problem, weil er hat keine Einheiten da, die ihm helfen können, außer Bomber halt, ne? Dann hat auch mehr Health, der hat 12.000 insgesamt. 10.000 hat er jetzt noch, Shepard hat 11.000. Der Schild ist kaputt. Naja, das ist kein Problem. Ey. Jetzt hat der Shepard ein Problem. Pro Schuss 200 macht Daniel Schaden. Aber er hat alle Einheiten kaputt gemacht, ne? Ja, Daniel ist jetzt auch ganz alleine. Geht er wahrscheinlich ins Wasser. Ne? Oh, der Shepard hat auch nur noch 9.000, ne? Daniel hat jetzt 10.300. Er müsste jetzt einfach nur über seine linke Flanke gehen. Quasi Daniel macht das gut, er baut nur, er weiß, dass der Shepard gerne mit Bombern angreift und macht nur Abfangjäger. Hat jetzt natürlich... Ja. Oh, jetzt, wieder, jetzt zieht er den, ja. Ich brauche einfach nur Torpedo-Dings bauen. Geht auch ziemlich schnell. Da jetzt sind die Flugzeuge auf der Seite liegen. Aber die fliegen direkt da, wo die Bombe rauskommt. Zack. Er baut auch einen Torpedowerfer. Ja, damit er da nicht mehr ins Wasser gehen kann. Aber ich weiß nicht, was er da, warum er da eigentlich angreift jetzt. Warte, lässt er nicht nämlich da jetzt rechts ins Shepard wieder seine Tech 1 Verteidigung bauen. Ah, Daniel geht auf Tech 2 mit einer Landfabrik. Aber wovon? Der hat doch gar nicht genügend Masse. Hat er nur Tech 1 Masse? Er hat aufgehört zu produzieren, glaube ich. Doch, er produziert immer noch, aber unterstützt nur. Aber ist auf jeden Fall nicht gut, dass er nicht. Oh, jetzt macht er da. Er zieht die Fabrik, Herr Daniel. Ja. Warum zieht er nicht weiter? Kann auch den Techniker einziehen, wenn er möchte. Ja, Tech 2 ist fertig. Der haut die schnell raus. Normalerweise könnte jetzt aufhören mit Tech 1. Ja. Herbert hat Luft verloren auf jeden Fall. Was ich nicht verstehe, der lässt da oben einen Bomber rumfliegen, der Daniel. Und seine ganzen Abfangjäger fliegen unten rum. Was ich an Shepard echt komisch finde, er hat sau wenig Einheiten dafür, dass er eigentlich... Ne, er hat zwei Dinger schon auf Tech 2, geht aber mit dem dritten. Vielleicht ist das auch das Problem, dass er sehr viel noch gleichzeitig aufteckt. Ja. Oh. Daniel hat ein Problem, weil er achtet nicht darauf. Er muss aber erst die Suvis kaputt machen mit der mobilen Artillerie. Zu wenig Einheiten unten, der Daniel. Der ist ganz alleine, siehst du? Ja. Immer schlecht. Und er sollte nicht da ins Wasser gehen, wo der Torpedowerfer ist, ne? Daniel ist auf 5000 runter. Naja, durch die Suvis hier, durch die Artillerie, die da kommt. Da kommen wir jetzt hier zwei.
Ja. Schwere Panzer. Wenn da jetzt auf Bomber geht, hat der Shepard keine Chance. Da ist bei 4600, das ist. Ja. Ja, ja, er kann jetzt nicht mehr kämpfen mit seinem Commander, er ist vorbei, er hat nicht drauf geachtet. Er ist einfach reingerannt ohne Unterstützung. Aber jetzt kommt halt jede Menge Tech 2 an, ne? Vom da eigentlich. Und ich glaube nicht, dass der Shepard das, das von auf Tech 2 geht. Er geht aber mit Luft auf Tech 2. Ne, doch, eine Landfabrik hat er auch auf Tech 2. Wenn da noch ein paar Kills, müsste er eigentlich bald auch den ersten Upgrade haben, theoretisch. Aber doch nicht, er hat erst 4 Kills mit seinem Commander. Der Shepard hat schon einmal. Ja, der Shepard hatte den Vorteil, dass er die ganzen Einheiten gekillt hat von da. Jo, jetzt ist ja die Flieger da liegen. Ja, das ist ganz schlecht. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Sieht schlecht aus von da jetzt. Sind ja mittlerweile auch fast 4000 Punkte. Ja. Ja, Shepard hat sich auch hochgetaggt, ne? Der hat schon alles auf Tag 2. Daniel taggt sich ja dann nie hoch, komischerweise. Er taggt seine Dings nie hoch. Aber es gab ja diesen Punkt, wo Daniel hätte ihn angreifen können, wo er sich so hochgetaggt hat und langsam war der Markt, wo er keine Einheit. Genau. Jetzt baut er Tag 1 Verteidigung. Daniel, Problem. Lässt auch die Einzelnen wieder fahren. Runterfahren, Tag 2, statt erstmal zu sammeln oben. Ein bisschen sich zurückzuziehen. Zumal er müsste jetzt nur Bomber produzieren. Ich verstehe nicht, warum er das nicht und macht. Und Mark greift oben, glaube ich, an. Vereinzelt. Ja. Macht der Marc gut. 41 Kills hat er. Ja, eben. Daniel, er ist 9. Jetzt hier, Marc. Mach mal die Flieger kaputt. Die landen direkt neben dir. Ich verstehe nicht, warum er Daniel nicht drauf achtet. Der braucht nur Bomben bauen. Jetzt, er macht aber nichts. Er hat doch die Lufthoheit. Jetzt hat er alle verloren. Und jetzt wird's interessant, weil Marc ihn oben angreift. Ja, Daniel baut jetzt Energiespeicher. Marc schiebt die zwar auch einzeln alle hoch, aber erstmal ist da oben gar nichts. Genau, da ist überhaupt nichts. Erstmal jetzt kommt Tech 2. Ah, Daniel baut jetzt Amphibienpanzer. Sind robust, aber brauchen Masse. Eigentlich nicht. Die haben halt gut, können halt gut was aushalten. Naja. Da musst du ja bald auch bewegen. Aber er baut schon wieder mittlere Panzer auf. Da sind dabei. Andere Fertigkeiten. Gucken, was der Markt mit seinem Commander macht. Der ist ja schon wieder was bei 10.000 Punkten. Ja, er nimmt danach und nach alles ein. Daniel hat vergessen hochzutecken. Ganz einfach. Er taggt immer noch nicht hoch. Er hat zwar eine Tag 2 Fabrik, aber taggt seine Masse nicht hoch. Und jetzt verliert er nach und nach immer Masse. Also der Sieger steht jetzt schon fest. Ja, 6.000 Punkte Unterschied ist schon heftig. Nein, das ist jetzt schon vorbei. Das ist komplett vorbei. Für Daniel. Daniel könnte jetzt schon GD schreiben. Noch einen Massepunkt in der Mitte kaputt gemacht. Daher hatte die Chance gehabt, wo alles offen war. Jetzt ist der Massepunkt in der Mitte auch kaputt, das heißt zum aktuellen Zeitpunkt. Das war's jetzt. Dein Commander wird jetzt alles wegwichsen. Ja, weil er hat nichts auf Tech 2, keinen einzigen Massepunkt. Nee, nee. Und dadurch. Deswegen wundert mich, dass er überhaupt auf Tech 2 gegangen ist mit seiner Fabrik. Das kann doch gar nicht klappen. Und jetzt baut er nur noch Tech 1. Weil es ihm nicht zu lange dauert. Weil er keine Masse hat. 8 Punkte. Der Daniel macht gar keinen Gewinn mehr. Na, jetzt geht der Marc auf Tech. Der Marc macht das gut, ja. Überall, wo der hingeht, nimmt er noch einen Massepunkt mehr schnell ein. Anstatt einfach nur kaputt zu machen, nimmt er auch noch direkt ein. Ja. Ich verstehe nicht immer nicht, dass der Daniel nicht auf Bomber geht. Verstehe ich nicht. Aber weil der Marc hat jetzt auch schon einiges an Luft da unten, ne? Ja, aber er hätte die ganze Zeit machen können. Macht er aber nicht. Jetzt baut er. Guck mal, wie lange er jetzt baut an Tech 2. Das bringt gar nichts mit so vielen Techniker. Der ist bestimmt voll Minus. Masse. Schade, dass man das nicht sehen kann. Ja, das kannst du nur im Replay halt dann sehen, oder? Ja, der Marc hat unten 4 Dinge auf jeden Fall auf Tech 2. Ja, der hat alles, der hat doppelt an Masse, muss der haben, das dreifache fast. Warum geht er jetzt mit seinem Commander ans Wasser? Das will er da irgendwas bauen. Unterstützen. Gleich auf Tag 2 ist, dann baut er einen Raketenkreuzer und dann war es das. Das war's jetzt eh, da verliert er dann jetzt hier oben die Einheiten wahrscheinlich.
Aber trotzdem ist das blöd, weil jetzt ist sich das wieder einnehmen. Er hätte noch ein bisschen mehr Druck machen können mit seinem Commander. Unnötig jetzt lang. Naja, glaube ich nicht. Die Tech 2, die mixen jetzt auch wieder alles weg. Der Mark, meinst du? Ja. Also auch Verteidigung schon hier unten stehen. Kommt zwar ein Amphibienpanzer ein bisschen durch. Aber der ist auch gleich tot. Ja, davon 6 Stück. Nee, der macht ein Upgrade da unten im Wasser, der Mark. Geht auf Tag 2. Oder geht auf 2. Geht noch ein auf Gun Upgrade, auf Reichweite auch. Siehst du das? Oder was? Siehst du, nehm was er macht? Also Tag 2 lohnt sich ja jetzt eigentlich nicht mehr für ihn, mit dem Commander auf Tag 2 gehen. Weil er hat ja jetzt schon, sieht man ja schon an den Punkten und das Spiel ist entschieden. Jetzt baut er da einen Raketenwerfer, was total Blödsinn ist eigentlich. Weil die nur für statische Ziele gut sind und nicht für bewegende. Guck mal so den Commander von Daniel. Das sieht geil aus. Jetzt gleich das Radar kaputt. Warum schießt er nicht aufs Radar? Jetzt. Ja, jetzt kommt schon der erste Kreuzer gleich raus. Dauert wahrscheinlich noch ein paar Minuten, dann ist alles entschieden. Jetzt, aber oben ist Mark durch. Ja klar, das war's. Ganz toll. Jetzt kommen gleich ganz viele Bomber. Da macht ihm jetzt den ganzen Strom kaputt. GG! Gesundheit. Oh. Wenn ich angerutzt werde, dann muss ich... Geht hier oben. Falls sonst was? Jemand mir Gesundheit wünschen will, dann das ruhig in den Kommentaren. Ja, jetzt oben den Strom kaputt, ja, jetzt. Naja, ist vorbei, jetzt, das war's. Der Aufstieg und Fall. Da und kommt das GG. Hätte er schon vor 10 Minuten machen können. Soll aber jetzt als Steuerung haben. Ja, das ist halt Daniel, der vergisst immer aufzutecken dann, ne? Danke, Stefan, danke, du hast dich gerecht. Ich hatte ja eben 3-4 Spiele mit Daniel. Ja, jetzt sind den Commander auch. Ja. Hochgeteckt jetzt. Verloren. Eins knapp gewonnen. Jetzt ja, sieht man da, er geht gerade mit irgendeinem Ding auf. Ah, hat sich umgebracht, ne? Naja. Ja, dann kannst du die beiden mal runterholen. Ja, hoch und. Wir können jetzt gar nicht die Punktestände sehen, ne? Ne, ne. Das heißt, wir müssen hier in dem Raum bleiben. Also ich darf hier noch nicht rausgehen. User was moved to your channel. User was moved to your channel. Oh, aber Daniel. Oh, Mark. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hi. Fragen wir erstmal den Gewinner. Herzlichen Glückwunsch, Mark. Danke. Warum glaubst du, dass du besser warst als der Daniel? Keine Ahnung. Daniel, wo war der Fehler? Noch eine Frage, Marc, an dich. Ich habe gerade den Daniel ausgemacht. Ja, aber wir sind ja erst beim Marc. Der Daniel ist erst der Zweite. Okay. Was sagst du zu deinen Wechselgerüchten zu Pete's Meat? Da ist nichts dran. Jetzt wäre auch schon so ein Shepherd-Burger irgendwann mal. Ich glaube, ich würde lieber den Shepherd-Burger essen. Schöne Grüße an dieser Stelle an Pete's Meat, falls ihr euch mal gucken solltet. Klar, der war gut. So, jetzt kannst du mit Daniel reden, mit dem Verlierer. Hallo, passt Daniel. Zu dir. Fick dich. Ja. Nicht du, er. Hallo Daniel. Was ist schiefgelaufen? Ja, ich habe vorher leider gegen dich ein paar Mal gespielt und deswegen war ich ein bisschen raus. Fick dich, Daniel. Was so ein Spaß. War da gerade noch. Ey, so ein Spasti. Ja. Nach 5 Minuten hättest du gewinnen können, Daniel. Nach 5 Minuten hättest du die Chance gehabt, weil links alles offen. Ja. Ja. Du hast aber gewartet mit deinem Panzer. Gibt da auf jeden Fall eine Revanche. Okay, cool. Dann würde ich mal sagen, beenden wir das. Ja, das war cool. Aber uns hat Spaß gemacht, uns dreien. Ja, auf jeden Fall. Mach ein schönes Bild am Ende. Was? Mach ein schönes Bild am Ende. Schönes Bild. Genau, so mit dem Mond. So. Das ist nicht der Mond. Links war der Mond. Da. Also, macht's gut, Leute. Wir sehen uns beim nächsten LP. Ach ja, ich wollte sagen, wir machen jetzt demnächst wieder öfters ein paar One-on-Ones, weil
ist besser. Gerade. Weil der Crazy Blue TV gesagt hat, dass ihm die eine Partie nicht gefallen hat. Ja, also macht's gut. Grüße an Crazy Blue TV. Achso, und bis dahin. Macht's gut. Ciao. Ciao, Jungs.